Zwei Giganten von Luxus-Online-Brettern im direkten Vergleich. Das Supreme Tournament 55 von Millennium und das Chessnut Pro. Welches Brett ist besser? Welches soll ich kaufen? Wer auf der Suche nach dem perfekten Online-Brett in Turniergröße ist, kann sich nach diesem Video besser entscheiden. Kleiner Disclaimer vorab, ich verdiene mit beiden Brettern Provisionen und habe Gutscheincodes. Daher kann meine Meinung nur ehrlich sein, weil es für mich finanziell keinen Unterschied macht, welches Brett ich nun empfehle. Wenn du aber maximal sparen willst, dann nutze gerne den Link und Gutscheincode in meiner Videobeschreibung. Beide Bretter sind handgemacht und aus Holz, genauso die Figuren. Das Chessnut Pro ist minimal dünner und fühlt sich massiver an. Ganz ähnlich wie ein normales Holzschachbrett. Das Supreme hingegen ist ein wenig dicker. Das Chessnut Pro ist 54x54 cm groß und das Supreme von Millennium 55x55 cm. In Proportionen haben wir 5,4 cm Feldgröße beim Chessnut und 5,5 cm Feldgröße beim Supreme. Beide qualifizieren sich als Bretter in Turniergröße. Optisch unterscheiden sich beide Bretter wesentlich, weil verschiedene Baumarten benutzt werden. Millennium verwendet Nussbaumoptik, dadurch wird das Brett bräunlich dunkel. Das Chessnut Pro wirkt ein wenig heller und geht in einen bräunlich-orangen Ton. Hierfür wird eine Kombination aus Kirschbaum und Ahornholz eingesetzt. Die Ränder vom Spielfeld sind dementsprechend angepasst. Supreme mit einem schwarzen Rand und Chessnut mit einem hellen Rand im Farbton der hellen Felder. Und die Verpackungen, beide hochwertig und die Bretter extrem sicher verpackt. Wenn du so ein Brett erstmal zugeschickt bekommst und die Verpackungen siehst, wow! Gerade beim Millennium wird noch mehr Wert auf Luxus gelegt und das auch bei der Verpackung. Die Verpackung ist so gut und stabil, dass du sie sogar als Transportbox benutzen kannst. Was ich noch ganz cool finde, die Schachfiguren sind farblich an die Bretter angepasst. Wir haben hier den König vom Supreme Tournament und hier den König vom Chessnut Pro. Man sieht, die Brauntöne unterscheiden sich ein wenig, beide sind aber relativ schön. Die Schachfiguren beim Supreme Tournament sind aber ein wenig dicker, schwerer und massiver. Beim Figurenstil haben wir beide Figurensets mit American Staunton. Nur in den Details gibt es feine Unterschiede, wie geschnitzt wurde, weil die Figuren sind ja auch handgemacht. Und ganz wichtig bei Online-Brettern, beide Sets werden mit zusätzlichen zwei Damen mitgeliefert. Noch wichtiger bei den Preisen, wie gut funktionieren die beiden Bretter überhaupt? Beide Bretter sind kompatibel mit Lichess und Chesscom. Mit der automatischen Figurenerkennung werden deine Züge am Brett automatisch erkannt und auf dein Handy oder PC übertragen. Die Felder müssen dabei nicht gedrückt werden. Es reicht aus, die Figur auf das Zielfeld zu stellen oder die Figur rüberzuschieben. Willst du dein Brett mit deinem PC oder Laptop verbinden, dann muss dieses auch Bluetooth-fähig sein. Außerdem braucht man eine extra Browser-Erweiterung. Funktioniert für beide Bretter, Link packe ich in die Videobeschreibung. Das Online-Spielen läuft bei mir insoweit bei beiden Brettern flüssig. Ich mache meinen Zug am Brett, das Brett überträgt den Zug auf den Lichess oder Chesscom-Server und dann wird dieser Zug ausgeführt. Dann ist dein Gegner am Zug. Sein Zug wird mit LEDs auf dem Brett angezeigt. Du führst den Zug des Gegners am Brett aus und dann bist wieder du am Zug. Zu den LEDs erzähle ich gleich noch mehr. Funktionstechnisch habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Supreme Tournament mit Endgeräten kompatibler ist, vor allem wenn man mit Lichess spielen möchte. Erst vor kurzem kam jemand zu mir und wollte mit dem Chessnut Air Plus spielen, hat ja dieselbe Technik wie das Chessnut Pro. Er konnte zwar sein iPhone mit dem Brett verbinden und mit den integrierten Computern der Chessnut App spielen, aber sobald er auf Lichess sich weiterleiten lassen wollte, konnte das Brett auf einmal keine Verbindung zum Handy aufbauen. Also Lichess hat die Züge vom Brett einfach nicht anerkannt. Er musste dann auf Chesscom wechseln und dort hat es funktioniert. Ich habe ein Android-Handy und bisher aber keine Probleme damit gehabt. Trotzdem ist das bei Millennium etwas sicherer. Millennium hat nämlich eine eigene App entwickelt, die direkt auf Lichess zugreift, ohne Weiterleitung. Man erstellt einmalig einen Lichess-Token, so eine Art Schlüssel. Diesen Token gibt man beim Einloggen in der App ein und damit wird direkt auf die Lichess-Server zugegriffen. Insofern sollten auch iPhones kein Problem haben, mit dem Supreme auf Lichess online Schach spielen zu können. Ohne jegliche Weiterleitung bleibst du auf der Chesslink-App und siehst deine Lichess-Partie in dieser App. Bei der Chessnut-App läuft es ein bisschen anders. Du wirst weitergeleitet auf die mobile Webversion von Lichess oder Chess.com. Und das ist, gerade was Lichess angeht, sehr unübersichtlich. Du hast dort nicht die Benutzeroberfläche, die du bei der Lichess-App hast, sondern die der mobilen Webversion. Bei der Chesslink-App von Millennium hast du hingegen nur
nur die wichtigsten Optionen auf dem Display angezeigt. Spielen, Zeitformat auswählen, gegen Freund spielen, mehr nicht. Das macht es für mich viel bequemer und einfacher, die Partie über LeeChess zu starten. Und das App-Design ist auch viel schöner und simpler als so eine mobile Web-Version. Kommen wir zum größten Manko des Supreme Tournament Bretts. Du brauchst einen Stromanschluss. Dieses Brett hat nämlich keinen integrierten Akku. Du musst also immer ein Kabel an das Brett anschließen. Und dasselbe gilt für die Bluetooth-Schnittstelle. Es gibt noch kein Bluetooth integriert in dem Brett, wie beim neuesten E-Board beim Millennium E1, sondern man muss noch zusätzlich das ChessLink-Modul kaufen. Das ist die Bluetooth-Schnittstelle des Bretts. Dieses Modul ist groß und kostet auch etwa 90 Euro. Du musst aber nicht beide Kabel an das Brett anschließen. Ein Kabel wird verbunden mit dem ChessLink-Modul und dieses Modul an sich wiederum mit dem Strom. Stell es dir wie eine Verlängerung vor. Also am Ende des Tages ragt nur ein Kabel am Brett heraus. Statt einer Steckdose kannst du auch zusätzlich ein Akku-Pack erwerben, ist aber wieder mit Extrakosten verbunden. Immerhin kannst du damit etwas mobiler werden. Falls du aber nur einen kleinen Tisch hast und dein Stromanschluss links oder rechts von dir ist, dann könnte es ein wenig störend sein. Du suchst eine Partie auf LeeChess. Nehmen wir an, du hast die schwarzen Figuren. Plötzlich kriegst du bei der Partie die weißen Figuren zugewiesen. Nun musst du das Brett samt Kabel und ChessLink vorsichtig um 180 Grad drehen. Während du das Ganze aber machst, hat dein Gegner meistens schon die Partie verlassen. Online-Spieler auf LeeChess und Chess.com sind ungeduldig. Sobald sie länger als 10 Sekunden warten müssen, verlassen die meisten die Partie, weil sie denken, du bist nicht anwesend. Besser ist es, wenn das Brett fix auf einer Stelle steht und du im Zweifel dich auf die andere Seite des Bretts setzen kannst. Diese Bemühungen hast du mit dem Chessnut Pro nicht. Das Chessnut hat einen integrierten Akku und auch eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle. Du kannst das Brett drehen, wenn du die andere Farbe bekommst und der Akku hält dementsprechend lange. Auf der anderen Seite hast du mit dem Supreme dadurch mehr Langlebigkeit. Du hast kein Risiko, dass dein Akku im Laufe der Jahre schlechter wird oder gar nicht mehr funktioniert. Dann kannst du einfach ein Stromnetzteil oder das ChessLink-Modul im Nachhinein noch kaufen oder austauschen. Ich würde mir jedoch trotzdem wünschen, dass das Millennium beides im Brett integriert hätte. Ich hatte ja schon vorhin erwähnt, dass die Züge des Gegners mit LEDs auf dem Brett angezeigt werden. Für diese Leuchtdioden benutzen die Hersteller verschiedene Methoden. Beim Chessnut Pro verfügt jedes Feld über eine LED. Was hier aber einzigartig ist, du siehst die LEDs nicht. Das ganze Brett sieht aus wie ein schlichtes, normales Holzschachbrett. Die LEDs sind unter der Oberfläche. Man sieht sie nur, wenn sie leuchten und den Zug anzeigen. Die Felder blinken nicht. Es leuchtet nur Startfeld und Zielfeld. Manchmal und insbesondere am Anfang, wenn du dich an das Brett eingewöhnst, kann das ein wenig verwirrend sein. Wenn du mit Weiß spielst, sind die LED oben rechts und wenn du dann mit Schwarz spielst, entsprechend auf der anderen Seite. Unten links müsste das sein. Man kann dadurch in seltenen Fällen am Anfang leicht durcheinander kommen, weil man nicht genau zuordnen kann, welches Feld nun gemeint ist. Aber ich denke, nach einer kurzen Zeit gewöhnt man sich dran und hat den Dreh raus. Beim Supreme-Brett vom Millennium hat jedes Feld 4 LED. Alle 4 LED vom Startfeld und die 4 LED vom Zielfeld blinken dann. Insgesamt hat das Brett 81 LEDs. Wohl bemerkt, du kannst nicht 4 LED mal 64 Felder rechnen, sondern das funktioniert dann so, dass einige LED sich überschneiden mit den LED vom anderen Feld. Stell dir vor, du hast 4 LED in jeder Ecke auf dem Feld A1 und 4 LED auf dem Feld B1, dann überschneiden sich die linken 2 LED vom Feld B1 mit den rechten 2 LED vom Feld A1. Also diese beiden Felder teilen sich quasi 2 LED. Deshalb kommst du auf diese Zahl von 81 LEDs, obwohl 4 LEDs auf einem Feld sind. Diese Methode konkretisiert den Zug des Gegners eindeutig. Es entsteht keinerlei Verwirrung, weil egal mit welcher Farbe du spielst, die Methode ist dieselbe, sieht immer gleich aus und ist auch sehr einfach zu verstehen. Ein nettes und cooles Feature, was das Supreme Tournament auch noch hat, du kannst diese LEDs dimmen, sie entweder dunkler oder leuchtkräftiger einstellen, wenn du das Logo berührst. So kannst du nach deinen Gegebenheiten, also ist es dunkel oder hell im Zimmer, bist du draußen oder drinnen, das Brett nach deinen Empfinden oder deiner Sehkraft individualisieren. Kannst du mit den Brettern Partien spielen und aufzeichnen, um sie später mit einem Programm zu analysieren. Mit dem Chessnut Pro kannst du Partien offline aufzeichnen. Du brauchst dafür nicht einmal dein Handy, die Partien werden im Speicher des Bretts gesichert. Die Partien und die dazugehörigen PGN-Dateien
Dateien sind dann in der Chestnut-App am PC, richtig, nicht am Handy, abrufbar. Diese PGN kannst du dann kopieren und in dein Analyseprogramm deiner Wahl, zum Beispiel Chessbase oder sogar LeeChess Online oder Chess.com Online einfügen. Aber diese Art von Aufzeichnung ist ein klein wenig mühsam. Manchmal wurde eine Partie von mir gar nicht aufgezeichnet. Du musst dein Brett im Nachhinein mit dem Kabel an dein PC anschließen, die extra App auf dein PC herunterladen, deinen Account verbinden, die Partien synchronisieren und dann kannst du die PGN erst benutzen. Im Großen und Ganzen ist die Funktion aber okay. Bis zu 20 Partien können abgespeichert werden, geh aber eher von der Zahl ungefähr 10 Partien aus. Beim Supreme Tournament gibt es hingegen keinen internen Speicher. Du kannst aber dennoch mit Drittanbieter-Apps wie der WhitePawn-App deine Partien mit dem Handy aufzeichnen. Hierfür öffnest du die WhitePawn-App, verbindest das Brett mit der App und dann drückst du auf Multiplayer. Ein Handy extra verbinden zu müssen, kann zwar ein wenig einschränkend sein, aber dafür siehst du direkt in der App, dass deine Züge eindeutig übertragen und gespeichert werden. Und ganz wichtiger Vorteil, nach der Partie hast du direkt in der App die PGN schon gespeichert und kannst sie sofort übertragen, kopieren und irgendwo einfügen. Du kannst sogar in der WhitePawn-App selbst die Partie sofort analysieren. Ich persönlich würde dir trotzdem raten, die PGN in ein Programm wie Chessbase 17 beispielsweise einzufügen und dort zu analysieren. Du hast dort nämlich die Möglichkeit, kostenlos die neueste Engine, beispielsweise Stockfish 17, herunterzuladen und zu nutzen. Wir haben auch immer stärkere Computer. Diese Rechenleistung kannst du voll für deine Partieanalysen ausschöpfen. Und ganz ehrlich, du spielst Offline-Partien ja immer mit jemand anderen. Ihr seid zu zweit und einer von euch, wenn nicht auch sogar beide, haben doch immer ein Handy dabei. Du kannst dann auch mehr Partien als 20 aufzeichnen und das Prozedere läuft schneller und sicherer ab. Beide Hersteller bieten darüber hinaus noch zusätzliche Funktionen, um dein Spielerlebnis zu erweitern. Millennium ist in erster Linie seit Jahrzehnten bekannt für ihre guten Schachcomputer. Dein Supreme Tournament kann nicht nur online spielen, sondern du kannst dieses Brett auch mit weiteren Computern verbinden. Zum Beispiel und insbesondere das Chess Classic Modul. In diesem Computer sind zwei Engines vorhanden. The King und Chess Genius. The King ist die Engine, die auch im The King Performance implementiert ist. Dieser hat adaptive Spielstufen. Das bedeutet, der Computer passt seine Spielstärke automatisch während der Partie an deine an. Wenn du schlechte Züge spielst, spielt der Computer auch schlechtere Züge. Wenn du gute Züge spielst, dann leistet der Computer mehr Widerstand. Ich finde, diese Engine ist perfekt für Kinder, weil Kindern geht es in erster Linie nicht darum zu lernen, sondern einfach nur um zu gewinnen. Ebenfalls kannst du nachträglich den Mephisto Phoenix an dein Supreme Tournament anschließen. Das ist ein sehr starker Schachcomputer mit 4 integrierten Engines, unter anderem Komodo und Stockfish. Es gibt auch noch etliche andere weitere Schach-Engines aus der Vergangenheit, gegen die du antreten kannst. Und Partieanalysen sind direkt am Brett möglich. Du ziehst und eine Stellungsbewertung wird angegeben, sowie der beste Zug oder wenn du einen Fehler machst. Der Mephisto Phoenix wird aber Thema eines anderen Videos sein. Insgesamt ist also eine Kombination aus vielerlei Produkten aus dem Hause Millennium möglich. Bei Chessnut hast du nicht wirklich viele zusätzliche Optionen oder Features. Eine nette Spielerei, die mir einfällt, du kannst die Figuren-Chips, die in den Figuren implementiert sind, separat erwerben. Wenn du Hobbybastler bist, dann kannst du ein ganz anderes Schachfiguren-Set, was du sehr gerne magst und liebst, dafür nutzen, dort ein bisschen Hohlraum schaffen, die Chips implementieren und dann dieses Figuren-Set mit deinem Chessnut benutzen. Das betrifft aber eine ziemlich kleine Nische, aber trotzdem, wenn du das gerne magst und probieren möchtest, ist es ein nice to have. Ich persönlich finde das nicht notwendig, weil ich bereits denke, dass die Figuren an sich schon sehr gut sind und auch farblich und optisch perfekt passen. Ein weiterer entscheidender Faktor für deine Kaufentscheidung ist der Verkäufer. Chessnut ist eine chinesische Firma mit Sitz in Hongkong und Shenzhen. Jedenfalls gibt es für Verkäufe in Europa ein Lager in Europa, deshalb fällt auch kein Zoll an. Chessnut gewährt für jedes Produkt ein Jahr Garantie und technischen Support. Wie das durchgesetzt wird, weiß ich persönlich nicht. Ich hatte noch keine Defekte bei den Schachbrettern und ich habe alle Chessnut-Bretter und ich habe bisher mit dem Unternehmen und dem Support und meiner Kontaktperson bisher eigentlich immer nur positive Erfahrungen gemacht. Ich gehe deshalb davon aus, dass sich um solche Fälle gekümmert wird, aber garantieren kann ich das nicht. Millennium hingegen hat seinen Sitz in München und unterliegt deshalb deutschen Gesetzen. Das heißt, und jetzt pass auf, ganz wichtig, Sachmängelgewährleistung und Widerrufsrecht. Wenn dir das Brett nicht gefällt, dann kannst du es ohne Grund innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt
der Ware einfach zurückschicken. Denk dann aber auch bitte an eine Widerrufserklärung, die du beilegen musst. Und darüber hinaus, wenn dein Brett innerhalb eines Jahres ohne dein Zutun irgendwelche technischen Mängel aufweist, dann hast du ein Wahlrecht zwischen Nachlieferung oder Nachbesserung. Sprich, mit einfachen Worten, Reparatur oder neues Brett. Und diese Ansprüche sind im Zweifel gerichtlich durchsetzbar. Du verlässt dich also nicht nur auf den Kundensupport, welcher auch an sich super nett ist, sondern bist auch noch gesetzlich abgesichert. Und der Kundensupport ist auf Deutsch. Das macht die Kommunikation bei Problemen deutlich leichter. Was die Preispolitik angeht, ist zumindest eine der beiden Firmen seriöser als die andere. Seit es Chestnut gibt, wird dauerhaft mit 10% Rabatt auf der Website geworben. Du hast schon seit über 3 Jahren mindestens 10% Rabatt auf jedes Produkt. Dir wird als Käufer suggeriert, dass du jetzt gerade sofort, wenn du jetzt kaufst, ein Schnäppchen machst. Rein faktisch läuft dieser Rabatt doch komplett ins Leere, wenn es ihn immer gibt. Mein Rabattcode bei Chestnut gibt jetzt je nach Aktion zwar zwischen 12 und 17%, aber wenn du die 10%, die es sowieso immer dauerhaft gibt, abziehst, dann ist das nur zwischen 2 und 7%. Immerhin aber weniger als angepriesen eigentlich. Ich habe das jedenfalls vor 2 Jahren meinem Kontakt bei Chestnut geschildert. Sie hatte mir recht gegeben und sie meinte, sie wollen das nur am Anfang machen, weil die Website neu ist, die Produkte sind neu. Seitdem sind 2 Jahre vergangen und es hat sich nichts geändert. Das ist also eine bewusste Taktik, um schneller zum Kauf anzuregen. Mir gefällt sowas überhaupt nicht. Ich meine, kennst du nicht auch diese YouTuber und Influencer, vor allem bei MyProtein, wenn du Fitness-Nahrungsergänzungsmittel kaufst und dann kommen sie dir mit einem 70 oder 80% Rabattcode um die Ecke? Gut, bei Chestnut hält sich das jetzt mit den 10% wenigstens im Rahmen. Das ist noch okay. Und ganz wichtig, das macht die Bretter an sich auch nicht schlechter. Die sind immer noch trotzdem alle sehr gut. Außer Chestnut Evo und Chestnut Go, die beiden mag ich nicht so gerne, aber das sind eher individuelle Gründe. Millennium hingegen hat erstmalig einem Rabattcode für meine Zuschauer zugestimmt. Und das auch nicht auf das gesamte Sortiment, sondern nur für ein paar wenige Produkte, die ich selbst sehr gerne benutze und bewerben möchte. Zum Beispiel der Chest Genius Pro 2024, eines meiner absoluten Lieblingsprodukte. Und vorher hatte die Firma nie Rabattcodes mit Content Creatern. Und ich bin echt froh, dass ich diese Codes für wenigstens ein paar tolle Produkte aushandeln konnte. Diese Firma hält also an ihren Preisen und ihrer Qualität fest. Für mich wirkt das viel professioneller und seriöser. Um die Geschichte mit den Codes noch einmal festzuhalten, nutze den Code WillEinHelm beim Kauf für maximalen Rabatt. Und was kosten die beiden Bretter denn jetzt überhaupt? Das Supreme Tournament 55 von Millennium aus München kostet mit meinem 10% Rabattcode 809 Euro statt 899. Das Chestnut Pro kostet mit meinem 12% Rabattcode 578 Euro statt 657. Das entspricht einer Preisdifferenz von genau 230 Euro. Was ist nun meine Meinung? Welches Brett würde ich persönlich kaufen? Wie du gesehen hast, beide Bretter haben Vor- und Nachteile. Du sollst also nicht auf mich hören, sondern selbst entscheiden, welche Kriterien dir persönlich wichtiger sind. Der Preis, das Design, die Absicherung wegen deutscher Gesetze und des deutschen Kundensupports? Welche LEDs gefallen dir besser? Stören dich die Kabel beim Brett von Millennium? Beide Bretter sind absolut hochwertig und großartig. Zu beiden Firmen pflege ich guten Kontakt und der Kundensupport ist dementsprechend gut. Ich selbst nutze das Supreme Tournament 55 von Millennium häufiger. Mir gefällt schlicht das Design besser, ich finde es sieht luxuriöser aus. Meiner Frau aber gefällt das Chestnut Pro besser. Die Chestlink App von Millennium finde ich schlicht und gut und kann super gut damit auf Lichess spielen. Bei der App merkst du geradezu, dass sie für diesen speziellen Zweck entwickelt worden ist. Ich mag die Weiterleitung von der Chestnut App auf Lichess und Chesscom einfach nicht. Die Lichess Browser Version ist für Handys einfach nicht schön. Ist alles überladen und schwer mit dem Finger da rumzufurchen und zu wählen. Meine Prognose und mein Wunsch, wenn Millennium das Supreme mit integriertem Akku und integrierter Bluetooth Schnittstelle hätte, wäre das zu 1000% mein Favorit. Aber jetzt gerade musst du für dich abwägen. Ich komme mit diesem einen kleinen Nachteil vom Supreme Tournament klar, dafür hingegen gefallen mir die anderen Aspekte mehr. Ich hoffe, mein Video hat dir bei deiner Kaufentscheidung geholfen. Falls du nur ein kleineres Budget zur Verfügung hast, dann schau dir gerne dieses Review zum Chest Genius Pro 2024 an. Dieser kleine, tolle Computer ist eines meiner Lieblingsprodukte.